Italien, Corona-Krise, Woche 4. Das Land hat bereits mehr Todesopfer als China. Die Fabriken sind geschlossen und Venedig ist quasi menschenleer. Herzlich willkommen zum Weltjournal. Der Bürgermeister der Stadt Bergamo hat per Video einen Appell an ganz Europa gerichtet. Die weniger betroffenen Länder sollten die Tage des Vorsprungs nutzen, um sich besser zu rüsten. Sie sollen nicht warten, bis die Epidemie voll ausbricht. Die Stadt Bergamo wird in Erinnerung bleiben als der Ort, wo das Coronavirus besonders viele Todesopfer gefordert hat. Mit einer Sondergenehmigung ist ein Südtiroler Reporterteam in den vergangenen Tagen in die Stadt in der Lombardei gefahren und zeigt, wie das Leben aller dort von Corona beherrscht wird. Schon in Norditalien unterwegs führte sie ihr Weg auch nach Venedig, wo die nahezu menschenleere Lagunenstadt ebenfalls unter Schock steht. Der Markusplatz im Herzen von Venedig. Ja, wo sonst tausende Menschen versammelt sind und sich tummeln, niemand. Kein Mensch. Die Lagunenstadt wirkt wie ausgestorben. Alles ist geschlossen, auf unbestimmte Zeit. Die Touristen sind abgereist. Und die Einwohner halten sich strikt an die Ausgangssperre, die Venedig seit dem 8. März wie leergefegt hat. Kameramann Marco Polo und ich sind die meiste Zeit Mutterseelen allein in den Gassen unterwegs. Auf der Rialto-Brücke, wo sonst Menschenmassen ein Weiterkommen erschweren, stehe ich ganz alleine über dem Canal Grande, der Hauptverkehrsader der Lagunenstadt. Hier werden Kisten mit Medikamenten abgeladen, wie wir an den Verpackungen erkennen. Der Nachschub für die nach wie vor geöffneten Apotheken scheint zu funktionieren. Die Lieferanten lassen uns zwar filmen, wollen aber nicht mit uns reden. Wir bleiben also Beobachter und ziehen weiter. Die wenigen Menschen, denen wir sonst begegnen, gehen uns aus dem Weg. Ihnen mit der Kamera und Mikro nachzustellen, scheint uns in dieser heiklen Situation nicht angemessen. Wir wissen, dass wir hier etwas Einzigartiges erleben. Es fasziniert uns und fühlt sich doch beklemmend an. Ohne die Sondergenehmigung des Bürgermeisters und die für alle Italienerinnen und Italiener obligatorische Eigenerklärung, mit der auch wir jeden Ortswechsel begründen müssen, dürften wir gar nicht hier sein. Die Kontrolle der Carabinieri verläuft glücklicherweise problemlos. Wir filmen heimlich mit dem Mobiltelefon. Haben Sie eine Drehgenehmigung? Ja, wir haben das mit dem Büro des Bürgermeisters abgesprochen. Hier die Unterlagen. Das Pressebüro weiß auch Bescheid. Und das ist Ihre Eigenerklärung? Ja. Okay, dann dürfen Sie weitermachen. In der Nähe der Rialto-Brücke liegt der Fischmarkt von Venedig. Wo sonst ein Verkäufer neben dem anderen steht, sind heute nur wenige da. Der Umsatz der Händler ist komplett eingebrochen. Viele fürchten jetzt auch wirtschaftlich um ihr Überleben. Die wenigen Kunden, die herkommen, kaufen höchstens zwei oder drei Fische, wenn überhaupt. Den Händlern fehlen die großen Absatzmengen der Gastronomie.
mai visto. 35 anni che sono qua e non mai visto una cosa del genere. So etwas habe ich noch nie erlebt, in den 35 Jahren nicht, die ich jetzt schon hier bin. Kein Hochwasser und keine andere Katastrophe haben uns je so hart getroffen. Wir Venezianer lassen uns so schnell nicht unterkriegen, aber so etwas hat es noch nie gegeben. Du weißt einfach nicht, wie du damit umgehen sollst und wie gesund bleiben. Viele haben ihren Job verloren, sie sind zu Hause, ohne Arbeit. Es ist eine schwere Zeit. Wir machen uns auf den Weg nach Bergamo, in die Lombardei, 230 Kilometer weiter westlich von Venedig, dem Zentrum der europäischen Corona-Pandemie. Wir wollen wissen, warum es ausgerechnet in der Lombardei so viele Kranke und Tote gibt. Auch für uns ist es riskant, in diese Sperrzone zu fahren. Wir nehmen uns vor, kein Risiko einzugehen. Desinfektionsmittel, Masken und Handschuhe liegen bereit. Die aktuellen Zahlen sind erschreckend. Knapp 10.000 Menschen müssen in der Provinz Lombardei bereits in den Krankenhäusern behandelt werden. In ganz Österreich wurden bislang rund 4.500 positiv auf das Coronavirus getestet. Doch auch die Zahl der in der Lombardei offiziell Genesenen steigt. Knapp 6.000 sind wieder gesund. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Bergamo ist mit seinen 120.000 Einwohnern und einem weitläufigen Einzugsgebiet neben Mailand das wichtigste Wirtschaftszentrum der Lombardei. Unser Weg führt uns hinauf in das historische Zentrum von Bergamo. Die Altstadt liegt auf einem Hügel, Bergamo Alta genannt. Auch hier haben die meisten Betriebe und Geschäfte geschlossen. Masken, Handschuhe. Die Gassen sind ähnlich wie in Venedig, still und leer. Nur vor der Apotheke warten geduldig und im sicheren Abstand voneinander entfernt einige Menschen. Auf der zentralen Piazza Vecchia treffen wir auf Marcello Menaudi. Er betreibt hier das Café del Tasso. Der Traditionsbetrieb besteht seit 1476. Nur zu Kriegszeiten sei das Café so lange geschlossen gewesen wie jetzt. Doch Marcello ist Optimist. Es komme jetzt vor allem darauf an, füreinander da zu sein und zusammenzustehen, meint er. Wir werden das Café wieder öffnen, sobald das alles vorbei ist. Und die ganze Familie wird gemeinsam, auch mit ihm, wieder hier loslegen. Und Schritt für Schritt werden wir neu starten. Ich hoffe sehr, dass diese Zuversicht alle weiterträgt. Auch die Regierung. Sie haben wirklich alles getan, was möglich ist, und machen eigentlich einen guten Job. Ministerpräsident Conte und all die anderen. Das Ganze ist eine Ausnahmesituation und sehr schwierig. Ob wir schon einen Kaffee getrunken haben, fragt Marcello. Da alle Lokale, sogar die Autobahnraststätten mittlerweile geschlossen sind, nehmen wir die Einladung gerne an. Gleich neben der Piazza Vecchia befindet sich die Bergstation der Seilbahn, die zwischen Bergamo und Bergamo Alta verkehrt. Der Kiosk im Eingangsbereich hat geöffnet. Kann ich die Tageszeitung sehen? Gibt es viele Todesanzeigen? Ja, leider leben wir mit einer großen Bedrohung. Haben Sie Angst? Ja. Warum gibt es gerade in Bergamo so viele Todesfälle? Eine logische offizielle Erklärung gibt es keine. Aber vielleicht hat es damit zu tun, dass Bergamo ein Dreh- und Angelpunkt für den Voralpenraum und damit die Verbindung zu Mailand ist. Und wenn man eins und zwei zusammenzählt, sind wir in einem Teufelskreis gefangen. Nein, nein, schau genau, es gibt noch mehr Seiten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs,
7, 8, 9, 10. Wahnsinn! Incredibile. Campo di battaglia. Ein Schlachtfeld. Am nordöstlichen Stadtrand von Bergamo liegt das Dörfchen Casnigo. Hier befindet sich eines der Seniorenheime der Stadt. Wir machen uns auf den Weg dorthin, um zu erfahren, wie sich die Situation in den Altenheimen entwickelt. Das Gesundheits- und Pflegesystem der Lombardei, einer der reichsten Regionen Italiens, ist auch im internationalen Vergleich sehr gut. Der Leiter des Seniorenheimes, Emanuele Bertacchi, erwartet uns im Innenhof. Das Altersheim filmen dürfen wir nicht, weder innen noch außen. Die Lage für Bewohner und Pflegepersonal ist sehr ernst. Ihr habt noch etwas Zeit. Passt auf, das hier ist wie im Krieg. Bleibt alle zu Hause. Niemand darf mehr unterwegs sein. Besonders ältere Menschen sind sehr gefährdet. Damit meine ich viele, viele Tote. Die Zahlen sind viel höher als allgemein bekannt. Ihr habt noch ein paar Tage Vorsprung. Also nochmal, bleibt zu Hause. Denn die Situation hier bei uns ist sehr, sehr ernst. Ich will hier keine Panik verbreiten, aber bitte isoliert vor allem die älteren Menschen. Vermeidet jeden Kontakt, denn für sie ist die Situation viel schlimmer, als es scheint. Hier ist es wie im Krieg. Zurück in Bergamo. Auch das Krankenhaus der Stadt ist Sperrzone. Vor dem Gebäude stehen riesige zusätzliche Sauerstofftanks. Die hauseigene Anlage ist dem Bedarf der vielen Beatmungsgeräte zur Versorgung der Corona-Patienten schon längst nicht mehr gewachsen. So, das ist jetzt hier das Krankenhaus Papa San Giovanni, also Papst Johannes der 23., eines der großen Krankenhäuser und eigentlich das Zentrum der Corona-Infektion. Man könnte fast sagen, der Hotspot Europas. Im Krankenhaus dürfen wir nicht filmen. Wir treffen den Primar der Pädiatrie, Lorenzo D'Antiga, im Foyer. Das Interview führen wir im Freien. Dr. D'Antiga ist hier, sowie das gesamte Personal, seit Wochen beinahe rund um die Uhr im Einsatz. Es gibt zahlreiche Ausfälle bei Ärzten und Pflegern, denn viele sind selbst erkrankt. Die Isolation trennt auch Patienten und ihre Angehörigen. Für gläubige Menschen ist das eine äußerst schwierige Situation. In den letzten Stunden nicht bei ihren Lieben sein zu können und auf eine Beerdigung mit einem Priester verzichten zu müssen, ist für sie eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Am härtesten trifft es bekanntlich alte Menschen. Deshalb sei vor allem die Situation in den Altersheimen äußerst prekär, um nicht dramatisch zu sagen, ergänzt der Primar. Leider gibt es sehr viele Tote und das nicht nur hier im Krankenhaus, sondern auch außerhalb. Das sind ältere Menschen, die zu Hause leben, in den Dörfern rund um Bergamo oder in den Tälern der Voralpenregion. Viele von ihnen sterben zurzeit und wir sind davon überzeugt, dass sie am Coronavirus sterben. Aber da sie nicht in die Spitäler gebracht werden, gibt es auch keine Diagnose. Die aktuellen Daten zu den Todesfällen belegen ein Durchschnittsalter von 79 Jahren. Die meisten von ihnen hatten eine oder mehrere Vorerkrankungen. Eine gute Nachricht sei, so der Arzt, dass offenbar vor allem Kinder vor einer schweren Covid-19-Erkrankung geschützt sind. Ein besonderer Fall sind die Kinder.
Sie können sich zwar infizieren, die Krankheit nimmt aber keinen schweren Verlauf. Das ist sicherlich eine gute Nachricht für die Familien mit kleinen Kindern. Dabei darf man einen wichtigen Aspekt nicht außer Acht lassen. Die Kinder, die sich angesteckt haben, geben die Infektion weiter. Das ist sehr wichtig zu wissen. Sie können also Erwachsene anstecken, ohne selbst irgendwelche Symptome aufzuweisen. Knapp 3 Autostunden sind es von Bergamo nach Bozen. Da alle Hotels geschlossen sind, sind wir darauf angewiesen, möglichst schnell wieder nach Hause zu kommen. Ein Vorteil der Ausgangssperre: wir kommen schnell voran. Auch an den Verkehrsknotenpunkten wie Verona, wo sich sonst kilometerlange Staus bilden. In Südtirols Hauptstadt Bozen werden die Bürger mit Lautsprechern aufgefordert, ihr Haus nicht zu verlassen. Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, wird hier vieles unternommen. In den Nachtstunden werden Straßen, Gehsteige und Bushaltestellen mit Wasser und Wasserstoff dekontaminiert. Wir glauben, es bringt was. Viele Menschen gehen auf den Straßen, der eine und andere spuckt auf den Boden nieder. Es sind Tiere herum, Krankheiten werden so übertragen. Wir glauben, dass wir hier einen Stand Null kreieren müssen durch diese Tätigkeit, indem wir den Boden und die Straße als Erreger ausschließen können. Und deshalb habe ich zugestimmt. Nach 20 Minuten löst sich das versprühte Gemisch in Wasser und Sauerstoff auf. Eine schadstofffreie Methode, wie mir die Verantwortlichen erklären. Wir stellen uns die Frage, ob es sich dabei um eine rein psychologische Maßnahme handelt. Nein, da geht es nicht nur um einen psychologischen Effekt. Das darf nicht missverstanden werden. Die Bürger müssen sich weiterhin an alle Vorschriften halten und sollen ja nicht glauben, jetzt sind die Straßen sauber und das Problem mit dem Virus ist gelöst. Keineswegs. Es ist eine kleine Hilfe. Mehr nicht. Am nächsten Tag zu Hause bei Kameramann Marco Polo. Die Information aus Brescia, dass seine 3 Söhne vom Virus nicht akut gefährdet sind, beruhigt alle etwas. Die Jungs arbeiten auch heute an den von der Schule per E-Mail zugeschickten Aufgaben. Manches kann auch am Computer erledigt werden, zusammen mit Mama Silvia. Plus 1 ist gleich 5. 4. Bravo. Plus 0 ist gleich 3. 1, 3. Bravo. Plus 5. Seit der Verhängung des Ausgehverbots ist vor allem Silvia daheim bei den Jungs, da sie sich als Programmiererin ebenfalls im Hausarrest befindet. Die vor wenigen Tagen noch einmal verschärften Maßnahmen der italienischen Regierung verbieten nun auch Spaziergänge im Freien. Wer sich nicht daran hält, dem drohen ein Bußgeld bis zu 2000 Euro und eine Strafanzeige. Die Polos setzen sich ab und zu vors Haus, am Eingang zu ihrem kleinen Garten, um zumindest ein bisschen Abwechslung genießen zu können. Zu Hause habe ich überhaupt keine Angst, aber wenn ich in der Stadt wäre, hätte ich schon Angst. Falls es Leute vorbeikommen, atme ich schnell ein und wenn sie vorbeigegangen sind, atme ich schnell wieder aus. Puh. Ich bin von diesem Coronavirus Stufe viel lieber wieder Kindergarten gehen. Ein fixer Termin für die ganze Familie sind die Abendnachrichten im italienischen Fernsehen. Die aktuellen Zahlen verheißen nichts Gutes.
In Südtirol melden die Behörden mittlerweile rund 790 Infizierte und 44 Tote, Stand 24. März. Dramatisch ist auch die wirtschaftliche Situation. Insgesamt 7600 Betriebe in Südtirol stehen still. In Sterzing, kurz vor dem Brennerpass, hat sich eine Spenglerei kurzerhand etwas einfallen lassen. Um die Mitarbeiter des Handwerksbetriebes weder in Kurzarbeit schicken, geschweige denn entlassen zu müssen. Peter Trenkwalder und sein Team haben sozusagen über Nacht eine neue Geschäftsidee entwickelt. Das 20-köpfige Team baut jetzt aufstellbare Schutzwände aus Kunststoff und Metall. Da es sich um Virenschutzwände handelt, legt man hier besonders Wert auf Hygiene. Am Anfang war nicht klar, ob sich das Produkt überhaupt verkaufen würde. Nein, wir geben nicht auf. Wir bauen jetzt die Wände und wir fahren von Haus zu Haus und fragen. Da war in der Raiffeisen in Wiesen, die haben das gleich genommen, Raiffeisen haben wir unterstützt, in die Ladler und haben wir gesehen, dass das viele Leute brauchen. Dann haben wir uns von einem Tag in den anderen einige retten, dann haben wir darüber geredet und dann haben wir das auch gezeigt auf Social Media und dann haben wir gesehen, ja, das brauchen die Leute. Mittlerweile haben sie die Produktionshalle beinahe neu eingerichtet, neue Geräte und Material beschafft. Eine Herkulesaufgabe und ein toller Erfolg zugleich. Logisch ist eine Umstellung. Wir gehen auch auf unsere Grenzen zu. Aber wir sind einfach ein tolles Team. Wir halten unsere Regeln ein, wie man sieht, die Schutzanzüge. Wir können uns desinfizieren, wir haben es zurück. Und ich hoffe, dass das wirklich in Geiling ein Ende führt. Und wenn wir so fleißig zusammenhalten, wie wir jetzt alle tun, und auch, das sollten sie für mich als Gericht nach außen auch tun, dann werden wir die Krise auch bestehen. Die Auftragslage für die nächsten Wochen ist gut und die Arbeitsplätze sind gerettet. Vorerst zumindest. Es war ein Drittel Glück, ein Drittel Teamleistung und ein Drittel der Wille, der unbedingte Wille zum Überleben. Der hat uns gezogen. Das hat es dann ausgemacht bis zum Schluss. Der Betrieb war für 5 Tage nicht so. Man kann gleich meine Leute fragen danach. Das war ganz etwas anders. Das war ein klassischer Handwerksbetrieb mit allen Fehlern und Mängeln. Heute reden wir von Hochhygiene, von Risikomanagement. Da muss im Plan stehen. Es ist auch geschrieben, wer was zu tun hat, wer hat wenn was zu tun. Ohne muss sich ums Essen kümmern, ohne um den Nachschub, die tun leid ist. Wir denken nichts anderes und wir tun nichts anderes. Alles andere spielt ja keine Rolle mehr. Auch die Tourismushochburg Dorftirol, oberhalb der Kurstadt Meran, wirkt wie ausgestorben. Gleich neben dem Altersheim hat Gemeindearzt Eugen Sleiter seine Praxis. Er stattet uns zunächst mit frischen Schutzmasken aus und betont, wie sehr gerade im Gesundheits- und Pflegebereich Schutzmaßnahmen für ältere Menschen überlebenswichtig sind. Also ich versuche hier, wenn ich anreise, dann meine Kleider komplett abzulegen. Ich wechsle mich hier in der Praxis, wenn ich zu Hause komme, wieder mit dem Gewand, das ich eigentlich nur verwendet habe für den Transfer, nochmal hinter der Tür. Schuhe werden ausgezogen vor der Tür. Man versucht wirklich die maximale Hygiene einzuhalten, dass somit die Leute, die zu Hause sind oder auch für die Patienten rate ich es an, dass wirklich der minimalste Kontakt nach außen geschieht. Bei einem schnellen Rundgang zeigt uns Dr. Sleiter die Situation im Altersheim von Dorftirol. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng und um kein Risiko einzugehen, gibt es hier auch noch hausinterne Ausgangssperren. Ja, hier in Altersheim Tirol haben wir es jetzt so, dass wir die Gemeinschaftsräume, die gemeinschaftlichen Tätigkeiten alle gestoppt haben. Wir haben sich versucht, jeder für seinen Stock zu isolieren, sprich, dass wenn wir einen positiven Fall hätten auf einem Stock, dass wir sozusagen die anderen beiden Stocke in Quarantäne haben und unter Schutz.
Da sind wir jetzt in den Gemeinschaftsräumen, da ist praktisch kein Mensch. Da ist kein Mensch. Also die Bewohner sind alle in oberen Geschossen. Es ist so, normalerweise ist hier Fröhlichkeit, am Nachmittag Kartenspielen, verschiedene Spiele werden gemacht mit Sozialpflege und so weiter, organisiert, Kaffee und Kuchen um diese Zeit. Also leider Gottes ist es diese traurige Realität. Am nächsten Tag vor dem Landeskrankenhaus in Bozen. Auch hier werden Sondervorkehrungen getroffen. Im eigens errichteten Kontrollzelt werden alle Patienten, die ins Krankenhaus wollen oder müssen, auf das Coronavirus getestet. Gleich nebenan befindet sich die Einsatzzentrale des Weißen Kreuzes. Der Landesrettungsverein hat eine eigene Taskforce ins Leben gerufen, nur für den Transport von Infizierten und Covid-19-Erkrankten. So, bevor wir jetzt zum Weißen Kreuz gehen und uns bei den Freiwilligen erkundigen, wie es ihnen geht im Rettungswesen, Handschuhe anziehen, hat der Doktor gesagt. Dienstleiterin der Corona Task Force in Bozen ist Laura Padovan. Sie arbeitet seit 11 Jahren als Angestellte beim Weißen Kreuz. Eine Situation wie diese hat sie bislang noch nicht erlebt. Leider passiert es immer wieder, dass wir am Morgen Patienten abholen, die noch selbstständig gehen und atmen können. Und am Abend müssen wir sie mit Blaulicht in eine der Intensivstationen überstellen. Am Nachmittag erreicht uns eine Nachricht eines Arztes aus Bergamo. Dort hat sich in den letzten Tagen die Situation weiter verschärft. Aus Angst vor Ansteckung entscheiden wir uns diesmal für ein Interview per Skype. Dr. Lorenzo Norsa arbeitet ebenso wie Dr. D'Antiga im Krankenhaus Papa Giovanni in Bergamo. Ich denke, die Botschaft, die für uns alle, für ganz Europa gilt, lautet: Wenn alle, so wie wir Ärzte auch, jetzt auf Abstand zu unseren Familien bleiben und alle anderen in ganz Europa das ebenso machen, dann wird das irgendwann alles vorbei sein. Und dann werden wir wieder viel Zeit haben, um beisammen zu sein und um uns zu umarmen wie früher. Doch jetzt gilt es, zu Hause in Isolation zu bleiben. Denn das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um die Verbreitung des Virus in Europa aufhalten zu können. Zuversicht und Solidarität, darauf kommt es jetzt also an. Auch wenn ein kurzfristiges Ende der Krise nicht absehbar ist. Voraussichtlich erst Mitte April wird in der Lombardei und in Venetien der sogenannte Peak erreicht sein. Dann sollen die Infektionszahlen wieder sinken. Ich dachte, als ich das Foto in den Social Media gesehen habe, das kann nicht sein, das ist ein Fake. Aber es stimmt, das Wasser ist viel klarer als sonst. Und man hört auch nichts, es ist fast gespenstisch. Ab und zu schreit ein Kind, aber man hört nichts. Unglaublich. Wenn es eine positive Seite in dieser Krise gibt, dann ist es das Wasser in den Kanälen von Venedig, das nun viel sauberer ist. Und wer weiß, vielleicht werden die Venezianer im Nachhinein sagen, wie schön ruhig es doch war in Venedig, der Geisterstadt. Auch in den Niederlanden beherrscht die Corona-Krise inzwischen den Alltag. Dort gab es in den vergangenen Tagen vor allem vor den sogenannten Coffeeshops, wo Cannabis legal verkauft wird, sehr lange Schlangen. Auch wenn der Satz, was dem Österreicher sein Klopapier, ist dem Niederländer sein Cannabis, nicht eins zu eins stimmt,
ist es doch erstaunlich zu beobachten, womit sich die Europäer in den unterschiedlichen Ländern jetzt ausrüsten. Im Weltjournal Plus schauen wir auf das große Geschäft mit Cannabis. Auch die USA stecken da gerade in einem großen Wandel. 30 Bundesstaaten haben Cannabis inzwischen als Arzneimittel zugelassen. Wir zeigen eine Reisereportage durch die cannabisfreundlichen Gegenden der USA. Bleiben Sie dran.